Wir arbeiten in unserer Gemeinde immer offen. Das heißt, wir sagen auch, was wir wollen, auch für euch. Das heißt, wir wollen euch beeinflussen. Will die Werbung auch. Ja? Wird viel Geld reingesteckt, damit Menschen so werden, wie sie sein sollen oder wie Coca-Cola sich das denkt oder wie auch immer. Im Sommer versuche ich herauszubekommen, welch ein beeinflussender Gedanke wäre für so gute Menschen, wie ihr hier seid, wichtig. Ein Gedanke. Und ich kam von dem Weg nicht los und von dem Weg, den man finden muss. Also haben wir dem Grafiker, wie jedes Jahr, den Auftrag gegeben, zu zeigen in einem Poster, wie dieser Gedanke Gestalt gewinnen könnte. Also Weg finden. Ich nehme immer zwei Worte, weil die meisten nicht bis drei zählen können. Also ich zum Beispiel. Ich zähle am liebsten immer nur bis zwei. Also hat der Grafiker sich hingesetzt und hat gearbeitet. Und ich habe weitergedacht und habe überlegt, was heißt das für uns? Und dann gibt es natürlich Hilfen. Deshalb denke ich mir, kann man das so in drei Gedanken einteilen. Lass uns erstmal über einen Weg reden. Über einen Weg, den man braucht. Ihr wisst das vielleicht in diesem Jahr, große Diskussion, man sendet eine Sonde auf den Mars. Wie nennt man diese Sonde? Natürlich Pfadfinder, ist doch logisch, oder? Wir suchen als Menschen eigentlich immer einen Weg zum Leben, für die Kommunikation und so weiter. Und deshalb finde ich das beeindruckend, dass man da auf diesen weiten Weg einen Pfadfinder schickt. Gute Idee gewesen. Jeder Mensch ist eigentlich ein Pfadfinder. Ob bewusst oder unbewusst. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, im Augenblick versuchen die Astronomen und Astrophysiker oder wie die alle heißen, dreidimensionale Aufnahmen hinzubekommen vom Weltall. Aus nur einem Grund. Wenn einer mal losgeflogen ist, nach M51 oder wie die alle heißen da oben, dann muss er ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Also braucht er nicht nur einen Weg hin, sondern auch einen Weg zurück. Dreidimensionale Aufnahmen ermöglichen es, anscheinend demnächst auch Pläne vom Weltall zu erstellen. Also unsere Urenkel, die werden uns mal sehr dankbar dafür sein, dass wir entschieden haben, wir sind Wegfinder und wir wollen das auch. Aber das hat ja jetzt eine vierschichtige Dimension und das hat der Grafiker fantastisch dargestellt. Das, was ihr lest in Rot, Weg finden, ist eigentlich nur die Idee. Die Idee schwebt ja immer über der Wirklichkeit, wirft aber schon einen Schatten, denn wir möchten eigentlich, dass die Idee demnächst schwarz auf weiß zu sehen ist. Was nützt eine Idee? Tut ja auch keinem weh. Aber im Grunde genommen nur im Ideenbereich zu bleiben, dann ist man Philosoph, aber vielleicht nicht lebenstüchtig. Das sind die beiden Ebenen in Gedanken und da, wo es wir schon an die Tatsachen rankommen. Und dann gibt es eine andere Ebene mit zwei Schichten. Das ist nämlich einmal der harte Boden der Tatsachen. Also, dass wir das asphaltiert nennen, das kommt von den alten Griechen. Das hat was mit der Wortverwandtschaft zu tun und Asphalt heißt so viel wie sicher. Also wenn du einen asphaltierten Weg hast, der ist sicher, denkt man. Aber es gibt da, und das hat der Grafiker fantastisch dargestellt und ich hoffe, dass ihr euch alle das irgendwo hinhängt und euch beeinflussen lasst von so viel Gutem. Der Grafiker hat gezeigt, dass diese Asphaltdecke nicht alles ist. Die ist ja manchmal auch sehr grau, so alltagstauglich, sondern er hat dann mit drei sehr guten Farbpunkten klargemacht, da gibt es nur eine Tiefendimension. Und wenn man die vergisst, dann passiert das, was der Bernd Böhmer von meiner Lieblingszeitung fotografiert hat. Ja, ist in Bommern passiert. Ja, da ist der Tagesbruch entstanden, wo man dann merkt, alles
Ja, was so sicher scheint, Vorsicht. Es könnte sein, dass es eine untere Dimension gibt, die nicht hält und schon fällt sie durch. Natürlich muss man an dieser Stelle auch nochmal einem alten Satz widersprechen, der gerne benutzt wird, besonders von intellektuellen Menschen, die sich sehr, sehr gut vorkommen. Der Weg ist das Ziel. Ich könnte kotzen. In 1% der Wahrheit, und wir reden hier von der Wirklichkeit und von der Wahrheit, mag es stimmen. Also wenn zum Beispiel mein Hometrainer mir diesen Satz sagen würde und ich greife mir etwa in diese Gegend, dann hat er recht. Das muss ich leider zugeben. Aber ihr wisst, ne, wenn man Auto fährt, dann sucht man ein Ziel. Die Frage ist eigentlich, was ist das Ziel? Denn der Weg dient zum Ziel. Und das haben wir euch versucht, hier auch ein bisschen zu zeigen. Das ist manchmal eine ganz eigenartige Kiste. Da denkt man nicht drüber nach, das macht man einfach so. Aber wenn man dann so mittendrin steckt, das kann schon ganz schön Ärger geben. Oder aber es kann einen auch bis in die Verzweiflung treiben, dass man im Augenblick eben nicht Wegfinder ist, sondern nur Suchender. Ich habe vor 12 Jahren in Amerika in einer Gemeinde gesessen und habe das zum ersten Mal für mich eigentlich begriffen, Menschen sind Suchende. Darum möchten sie so gerne den Weg finden. Sie suchen Wege, sie suchen Lösungen. Ihr wisst, jetzt im Augenblick gibt es ganz viele Menschen, die in Deutschland auf Bescheide warten von Hartz IV. Und ich habe vorgestern einen getroffen, der zeigte mir diesen Bescheid und hat gelacht. Er kriegt nämlich mehr Geld. Damit hat er gar nicht gerechnet. Auch ein Weihnachtsgeschenk. Also es geht immer um einen Weg. Aber jetzt kommt etwas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was ist der gefährlichste Buchstabe? Oder der schlimmste Buchstabe im deutschen Alphabet? Macht mal einen Vorschlag. Das A? Y. Oh ja, das Y, ganz klar. Logisch. Ich würde gerne jetzt einmal die Lösung schenken. Überlegt nochmal, was ist der gefährlichste Buchstabe im Alphabet? Z. Das Z. Weil da bist du dann am Ende, oder was? Jawohl. Das Q. Also ich würde euch vorschlagen, Krollsche Erkenntnis, tieferer Denkungsart, das heißt also, ich bin da einfach irgendwann mal drauf gekommen, weil ich in Gesprächen gemerkt habe, es ist das M. Und man kann sich dann am besten merken, wenn man den Markus Maria Profittlich mal vor Augen hat. Markus Maria Profittlich, der Mann, den das M erschlagen will. Ja, ich habe leider jetzt kein Bild rausgefunden, wo er so richtig getroffen wird, aber ihr kennt das ja, ne? Immer so, diesen hier und so und hinter ihm M, M, M. Warum ist das M so gefährlich? Weil das M einen besitzergreifenden Charakter hat. Es macht nämlich aus einem Weg meinen Weg, aus einer Frau meine Frau, aus Kindern meine Kinder, aus Geld mein Geld. Merkt ihr, wie das gefährlich das ist? Es ist ein sogenannter Raff-Buchstabe. Uah! Darum ist er gefährlich.